Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Back dich glücklich. Ich bin der Tobias und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen super saftigen Zitronenkuchen macht. Und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für unseren Zitronenkuchen brauchen wir Zucker, gutes Rapsöl, Weizenmehl, Abrieb und Saft einer Bio-Zitrone, Eier, Prise Salz, selbstgemachten Vanillezucker und Backpulver. Wir geben zuerst wieder alle flüssigen Zutaten in die Schüssel rein. Das Vollei, das Rapsöl, und den Zitronensaft. Dann rühren wir das schon mal glatt. Dann nehmen wir den Zucker, Prise Salz, Vanillezucker und rühren das auch rein. Und zum Schluss geben wir dann noch das Mehl, das Backpulver zum Mehl hinzu. Rühren das ganz kurz durch ein bisschen. Und geben das auch in die Schüssel rein. So, und zum Schluss schlagen wir das nochmal richtig schön durch. Dass wir eine schöne homogene Masse haben. Und dann nehmen wir unsere Backform, die ist 20 cm lang und die habe ich mit Öl eingepinselt. Jetzt nehmen wir dann unseren Teig und gießen den dann einfach in die Form. Brauchen wir auch gar nicht glatt streichen, da reicht es, wenn wir einfach mal kurz so aufklopfen. Dann ist die Masse auch schon glatt und verteilt. Und den Kuchen stellen wir jetzt bei 175 Grad, ca. 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Der Kuchen ist jetzt aus dem Ofen. Da war jetzt doch ca. 40 Minuten drin, bisschen länger, wie ich gedacht hatte. Und dann habe ich noch eine Zitrone ausgepresst und den Saft, den streichen wir jetzt schön über den heißen Kuchen drüber, dass die schön das Zitronenaroma, dass das schön in den Kuchen zieht. Ein paar Tropfen heben wir dann noch auf. Damit rühren wir dann unseren Zitronenguss an. Für unseren Guss haben wir wieder unsere Zitrone, was wir eben übrig gelassen haben. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Puderzucker. Und dann rühren wir uns unseren Guss an. Und dann nehmen wir einen Pinsel und dann vielleicht habt ihr auch noch eine Tortenplatte oder Blech, das hätte man dann auch drunter stellen können. Gut, ich würde sagen, der Kuchen sieht gelungen aus. Optisch macht er schon auf jeden Fall was her. Ich mache jetzt noch ein kleines bisschen sauber und dann sehen wir uns zum Anschneiden wieder. Unser Zitronenkuchen ist jetzt fertig.
Der ist jetzt ausgekühlt. Der Guss ist auch ein bisschen hart geworden jetzt schon. Und natürlich wollen wir den jetzt auch anschneiden. Ja, ein bisschen dicke Kruste hat er, aber man sieht schön, wie fluffig der ist. Natürlich probieren wir jetzt auch noch. Er ist wirklich schön zitronig, auch richtig saftig. Ist total einfach zu machen. Also macht ihn ruhig nach, wenn ihr mal einen richtig tollen Zitronenkuchen backen wollt, der total einfach ist und super saftig ist, dann kann ich ihm nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über ein Abo. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir hier einfach unten in die Kommentarliste rein. Und bis dahin, backt euch glücklich. Ciao, euer Tobias.